Weißt du, die erste Talkshow der Woche freut mich, dass wir heute dabei sind. Es ist die zweite Sendung zum geplanten neuen SEG-Gebührensystem. Vor 8 Wochen war der Hans-Ulrich Bigler. Er ist Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband. Er hat das Referendum ergriffen. Jetzt Gegenseite, klar, das müssen wir machen. Und das machen wir auch gerne, weil es ist der Roger Döweg, Generaldirektor von der SRG. Danke vielmals, dass du gekommen bist, Roger. Du bist eigentlich in deinem ganzen Berufsleben bist du Journalist gewesen. Und jetzt bist du im Zentrum von einem sehr, sehr emotionalen, gefärbten Abstimmungskampf. Wie ist das für dich? Was auch persönlich ist? Eine neue Erfahrung. Mhm. Ich war das letzte Mal in deiner Sendung, ich glaube, vor 2, 3 Jahren. Mhm. Und jetzt bin ich eigentlich immer noch 2, 3 Jahre weiter und ja, habe einiges gelernt. Und ich hatte intensive Jahre gehabt. Und das ist jetzt eine neue Erfahrung. Aber ist das eine spezielle Phase für dich, auch für dich, wo du völlig einfach nicht erwartet hast, dass jemals in dich hineinkommst? Ich bin jetzt im 5. Jahr bei der SRG und ich glaube, es hat keinen Monat gegeben, der nicht auf die eine oder andere Art speziell war. Und wir haben Geld ins Programm verlagert. Und aber wir haben die Zusammenarbeit zwischen den Landesteilen verstärkt. Und wir haben massiv versucht, auch letztlich effizienter zu arbeiten. Wir sind zu den schwarzen Zahlen zurückgekommen und. Also es ist wirklich jeden Monat in dem Medienumbruch, mitten in dem Umbruch von den Medien, eigentlich jeden Monat irgendwo eine neue Lage. Gut, aber das ist natürlich alles öffentlich in einer ganz anderen Form wie die anderen Sachen, die du gesagt hast. Schauen wir doch mal an, die Vorlage. Alle müssen zahlen, das ist klar. Aber die meisten, also die privaten Haushalte, müssen weniger zahlen. 15% weniger. Die meisten Firmen müssen nichts zahlen. Nämlich 75% der Firmen müssen nichts zahlen. Und die grossen Firmen, die müssen mehr zahlen. Und im Gegensatz zu bisher müssen auch die zahlen, die kein Radio und Fernsehen haben. Aber du hast das Gefühl, das sagen noch nicht alle von den Vorteilen. Ganz so ist es ja nicht. Es müssen nicht alle zahlen. Wer im Altersheim ist, im Pflegeheim, im Studentenhaus, der muss nichts mehr zahlen. Wer Wochenaufenthalter ist oder eine Zweitwohnung hat, der muss nicht mehr doppelt zahlen. Wer gar kein Gerät hat, also weder Radio noch Autoradio, noch Fernseher, noch Computer, noch Tablet, noch Smartphone, der muss bis 2023, bis 2023 auch gar nichts zahlen. Mit anderen Worten, es ist etwas, wo, glaube ich, doch der allermeisten Schweizerinnen und Schweizer, der allermeisten Zuschauerinnen und Hörer und Nutzerinnen und Nutzer zu gut kommt. Und der Grundgedanke, was ist der Grundgedanke? Wir sind im digitalen Zeitalter mit Fernseher, Radio, Autoradio, Computer, Tablet, Smartphone. Jeder Haushalt hat irgendein Empfangsgerät, meistens mehrere. Und darum wird die Gerätegebühr in eine Haushaltsgebühr gewandelt. Das ist billiger, BILAG kommt weniger Geld über. Es ist weniger bürokratisch, es gibt keine BILAG-Inspektionen mehr. Leute müssen nicht mehr 450 Franken zahlen, sondern 400, vielleicht sogar weniger ohne Mehrwertsteuer. Und auch für die Unternehmen ist es einfach so dermaßen von Vorteil. Wie du gesagt hast, 75% der kleinen Firmen, die müssen gar nichts zahlen. Die, die weniger als 500'000 Franken Umsatz haben. Die, die zwischen 500'000 und 1 Million Franken Umsatz haben, die zahlen weniger. Jetzt 600 Franken, künftig 400 Franken. Grosse Unternehmen, die viele Filialen haben, fahren sehr viel besser. Sie müssen nur noch einmal zahlen, nicht mehr pro Filiale. Und man muss wissen, der Beitrag der Wirtschaft, das ist anhand des mehrwertsteuerpflichtigen Umsatzes. Und für sensible Branchen, die keine Mehrwertsteuer haben oder eingeschränkte Mehrwertsteuer, wie zum Beispiel Landwirtschaft oder Tourismus oder Kultur oder Gesundheit oder Bildung, die sind strukturell entlastet. Wow, also das ist ja unglaublich, was das alles bringt. Ich muss ja sagen, laut Bundesrat und laut SRG haben bis jetzt 38% nur von den Firmen gezahlt, obwohl alle hätten müssen zahlen. Das heisst, die Beilage hat geschlampt, oder? Wieso gibt man diesen Auftrag jetzt nicht an eine andere Firma, die da ein bisschen besser funktionieren könnte? Ich muss präzisieren, 38% der Firmen, die zahlungspflichtig sind, zahlen nur laut Bundesrat Fernsehgebühr. Eben. Aber immerhin 50% der zahlungspflichtigen Firmen zahlen Radiogebühr. Also gleich, aber da hat die Beilage also eigentlich versagt. Aber diese Frage richtet sich natürlich an den Bundesrat. Der Bundesrat tut ja Gebühreinzugsstelle beauftragen. Und die ist jetzt Beilage und mit dem neuen Gesetz wird das auch neu ausgeschrieben. Gut, also, aber wenn man jetzt das hört, profitieren mindestens 95% der Schweizer von dieser neuen Vorlage, sie müssen weniger zahlen. Da müsste man doch das locker gewinnen, 80-20% mindestens. Jetzt laut neuester Umfrage ist das also überhaupt nicht der Fall. Die Lagen sind gleich, da läuft doch etwas schief, da haben sie doch irgendwie Fehler gemacht. Also diese Vorlage, wenn einmal Gebühren runtergehen, meistens gehen sie hoch, nicht einmal eine solche Vorlage können gewinnen, locker. Also
die Abstimmungskampagne, das ist eine Frage der politischen Parteien. Ich werde in dieser Abstimmungskampagne immer wieder zu einem Interview eingeladen und ich nehme gerne teil an so einem Interview, weil Erklärungsarbeit ist nötig. Es geht darum, ein Gebührenmodell zu erklären, das etwas komplex ist. Nein, es ist doch einfach. Wenn ich, die meisten Leute müssen weniger zahlen. Das sollte doch eigentlich fast lange. Und diese Botschaft hat man bis heute immer wieder müssen anbringen. Weil klar, Kritiker von dieser Vorlage, die reden lieber über etwas anderes. Die reden ganz allgemein, zum Beispiel über Service Public. An ihrer Stelle würde ich genau das Gleiche machen. Diese Vorlage ersetzt eigentlich ein veraltetes, bürokratisches, teures System durch eins, das billiger ist, das einfacher ist, das fairer ist. Es gibt keine Schwarzseher mehr, keine Schwarzhörer mehr. Die Wirtschaft zahlt einen angemessenen Anteil. 15% wird sie beibringen vom gesamten Gebührenaufkommen und die Haushalte 85%. Das ist etwas, das so sehr überzeugt, dass Gegner natürlich sehr viel lieber über etwas anderes reden. Also beispielsweise dann Gegner aus einer Clubsendung, wo du selber dabei bist. Dass jemand zahlen muss für etwas, das er gar nicht konsumiert. Das geht nicht, das ist meines Erachtens auch verfassungswidrig. Wo er nicht konsumiert will, was? Weil er zum Beispiel kein Fernseher hat oder weil er es einfach nicht schaut. Wir könnten zum Beispiel im Gesetz ja schreiben, dass wenn einer der staatlich erklärt, dass er im Jahr nicht mehr als 10 Stunden Schweizer Fernsehen schaut, dann er nicht zahlen muss. Wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Es sind sozusagen keine Schweizer, die nicht 10 Stunden pro Jahr unser Angebot nutzen. Wir erreichen. Aber eigentlich staatlich erklärt ist, wäre das eine Lösung? Wochenreichweite ist 96%. Also pro Woche sind die Schweizer zu 96% am Nutzen von unserem Programm. Vielleicht auch beim Durchseppen. Mindestens 15 Minuten. Und wenn man das zusammenzählt, ist man sehr schnell bei der sozusagen wie der Maßstab, den der Herr da in der Einblendung gesagt hat. Abgesehen davon, es hat noch etwas anderes. Bei der SRG haben wir 70% der Einnahmen, die aus der Deutschschweiz kommen. Sie kommt aber nur 45% über. Die Differenz dient dazu, das dass gutes Radio und Fernsehen in der Romandie, in der italienischen Schweiz, für die Retro-Romane zu finanzieren. Nein, aber dass diese Vorlage, dass, wenn er sagt, ich zahle nur für das, was ich nutze, in dieser Gebühr, die man zahlt, ist auch eidgenössische Solidarität. Wären wir ein einsprachiges Land, wäre Gebühr 60% von dem, was man jetzt zahlt. Also, und mit anderen Worten, die kleinen Landesteile, die hätten niemals die Lage, ohne eine Gebührenfinanzierung Radio und Fernsehen zu haben, auf dem Niveau von der Deutschschweiz. Also und ich glaube, das Gleichgewicht von der Schweiz hängt davon ab, dass die Deutschschweizer Mehrheit nie voll privilegiert und die latinischen Minderheiten in der französischen, italienischen, rätoromanischen Schweiz nie benachteiligt werden. Aber das geht doch jetzt nicht in dieser Vorlage, weil in beiden Lösungen, der bisherigen wie der neuen, wird sich das nicht verändern. Aber es gibt andere Veränderungen. Ich habe Bezug genommen auf die Aussage von dem Herrn, der gesagt hat, ich zahle nur für das, was ich nutze. Und ich glaube, die Schweiz funktioniert nicht so. Wenn eine Schweiz, wo würde ich sagen, ich zahle nur für das, was ich nutze, hätte zum Beispiel auch keine gute Kindergärten, weil es gibt x ältere Teil, wo vielleicht ihre Kinder längst nicht mehr im Kindergarten haben oder kinderlose Ehepaare und die zahlen trotzdem. Und dass man dort eine gewisse Solidarität hat mit den anderen Landesteilen, das dunkelt mir etwas Wichtiges für das Gleichgewicht von dem Land. Es gibt Argumente, die von den Gegnern gebracht werden. Ich habe in der letzten Sendung gezeigt, dass sie zum Teil überhaupt nicht richtig sind, dass sie falsch sind vom Herrn Bigler. Aber ich würde es gerne von dir hören, was du zu dieser Aussage meinst. Der Herr Döweck hat klar gesagt in seiner Unternehmensstrategie, er will den Anteil von den eigenen Produktionen aufentun. Analog zum ZDF. Das heisst, von 20 auf etwa 60%. Und er will ins Internet investieren. Das ist die Unternehmensstrategie. Und das ist an und für sich etwas, das wüsste ich so gut wie nicht. Das ist intensiv kostentreibend. Also dort ist ein Ausbau vorprogrammiert, der dazu wird führen, dass man mehr Geld wird brauchen. Er hat dann gesagt, es wird aufgehen von 400 Franken auf 1000 Franken. Hast du das in der Unternehmensstrategie Anteil Eigenproduktion von 20% auf 60%? Also die Unternehmensstrategie ist vollumfänglich veröffentlicht im Internet. Und die Unternehmensstrategie sagt, wir wollen die originären Schweizer Produktionen ein bisschen steigern mit den vorhandenen Mitteln. Und wir wollen das versuchen aus einem ganz einfachen Grund, nämlich ich nehme das Beispiel von unserer maßgeblichen Konkurrenz und die ist fast alles im Ausland. Das ZDF
hat für Fernsehen in einer Sprache 40% mehr Geld als die gesamte SRG für Radio und Fernsehen in vier Sprachen. Das ZDF hat 70% originäre Produktion. Wir haben in der Deutschschweiz 20%, in der Romandie 18%, in der italienischen Schweiz 15%. Und wir wollen versuchen, aus eigener Kraft, mit Effizienzgewinn, mit Geldverlagerung ins Programm, mit Kooperationen, mit Partnern und, werden wir versuchen, ganz bescheiden pro Jahr etwa 1%, 1,5% mehr zu machen. Und wenn es uns gelingt, über die Jahre zum Beispiel den Eigenproduktionsanteil, damit wir einfach mehr schweizerische Sendungen haben, schweizerische audiovisuelle Produktionen, Filme, Serien, wie ein Bestatter, wo so eine Kultserie geworden ist. Genau der Bestatter ist dieser Strategie zu verdanken, dass wir gesagt haben, wir versuchen noch effizienter zu arbeiten, Geld freischaffen für das Programm und das investieren wir in Sendungen, die den Leuten gefallen. Also, aber und das wollen wir machen mit eigenen Mitteln, abgesehen davon, wenn der Preisüberwacher würde 2'000 Franken Gebühren bewilligen, der wäre nicht Preisüberwacher, der wäre Preistreiber. Du hast ja und wenn der Bundesrat das würde machen, Gebühren sind für die SRG seit dem Jahr 2000 nicht gestiegen. Es hat 2003 eine Gebührenerhöhung gegeben zugunsten der Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen zu AHV und IV. Es hat 2007 eine Erhöhung gegeben zugunsten der privaten Radios und Fernsehen. Aber seit 2000 hat es keine Gebührenerhöhung gegeben für das SRG. Und ich habe klipp und klar gesagt, in meiner Amtszeit werde ich keine Gebührenerhöhung beantragen. Und wie lange kann man rechnen, ist deine Amtszeit noch? Who knows? Gut, aber die Vergleiche, die du bringst mit dem ZDF und so, wie Effizienz der SRG, diese Vergleiche sind immer ein bisschen heikel. Und darum habe ich jetzt das noch ein bisschen angeschaut. Eben der Anteil von der Eigenproduktion ist dort viel höher. Das sind vor allem teure Eigenproduktionen, fiktionale Programme. ZDF hat ein Vollprogramm, mehrere Vollprogramme, Neo, Kultur, Info, und zwar von morgen an. Und ZDF muss natürlich viel mehr zahlen für Sportrecht, Film und Serien, weil in Deutschland kostet das einfach mehr als in der Schweiz. Darum finde ich es ein bisschen heikel, wenn du so Aussagen machst, wie auch wir sind das Unternehmen, das am meisten Konkurrenz hat. Da bist du eigentlich angreifbar mit solchen Vergleichen. Unsere maßgeblichen Wettbewerber, die Sendungen machen, die Filme machen, die Serien machen, die sind ja alle im Ausland. Und wir sind im Schweizer Maßstab gross. Und im Maßstab von diesen Wettbewerber sind wir klein. Es geht um die Effizienz. Ja. Weil du sagst, mit diesem Beispiel willst du die Effizienz, die grossartige Effizienz beweisen. Nein, ich will nur sagen, wir haben heute in der Deutschschweiz nur für 20% Geld für originäre schweizerische Sendungen, originäre schweizerische Produktionen. Die anderen haben, auch wenn sie vielleicht teilweise teurere Sportrechte und so weiter haben, haben sie 60%, teilweise 70%. Und wir wollen es ein bisschen erhöhen. Ja. Oder auf Deutsch gesagt, wir wollen einfach 1-2 Serien mehr machen. Wir wollen gerne ein Magazin vielleicht mehr machen. Vielleicht ist ja ein Auslandmagazin. Aber dann solltest du dich vergleichen mit Sendern, die ganz anders aufgestellt sind. Was ich versuchen einfach zu zeigen, ist, dass man diskutiert über den Finanzplatz Schweiz, selbstverständlich in globalen Kategorien. Wir diskutieren über den Werkplatz Schweiz, selbstverständlich im globalen Wettbewerb. Wir diskutieren über den Medienplatz Schweiz immer, wie wenn er unter der Käseglocke wäre. Und das wäre ein Verteilungskampf zwischen der SRG und privaten Verleger. Und mit Nullsummenspiel, was der eine gewinnt, verliert der andere. Und die Realität ist ganz eine andere. Wir sind 8 Millionen Menschen in dem Land. Davon 3,4 Millionen, die ein Profil bei Facebook haben. 5 Millionen, die täglich bei Google sind. Das heisst, die zwei grössten Plattformen in der Schweiz sind Facebook und Google. Und wenn man sämtliche journalistische Webseiten von sämtlichen Schweizer Verleger zusammenlegt, haben sie weniger Nutzerinnen und Nutzer als Facebook oder Google. Kommen wir zum Thema zurück. Muss man umdenken und Schweizer müssen zusammenarbeiten, statt Grabenkämpfe sich liefern. Gut, also, aber Grabenkämpfe ist jetzt so, die SRG steht jetzt im Kreuzführer. Es ist irgendwie, wie wenn etwas losgebrochen ist, eine Art Ventilfunktion. Das erste Mal seit 1291 gibt es eine Abstimmung über die SRG. Und jetzt kommen die SRG Gegner nicht nur von rechts, die kennt man sie ja auch, sondern auch von links, zum Beispiel Anita Fex, Ständerätin von Basel, SP. Nein, das ist es nicht, sondern das wäre das da. Ich stelle fest, dass in meinem linksliberalen urbanen Umfeld die Stimmung gegen die SRG kippt. Das Kalkül der SRG und SRF-Führung, sich beim rechtsnationalen Mainstream anzubiedern und links der Mitte auf blinde Gefolgschaft zu bauen, geht nicht mehr auf. Die SRG braucht einen Schuss vor den Bug.
Schuss vor dem Bug heisst, wir stimmen jetzt mal nein. Erinnert mich an das, was vor der Masseneinwanderungsinitiative gesagt wurde. Denkzettel für den Bundesrat. Und dann sind 50,3% Ja angekommen. Und viele sind verschrocken. Ist es nicht das, was euch auch noch sagt? Also, wenn man nein stimmt, dann beschließt man einfach, zuerst einmal viele Jahre mehr Gebühr zu zahlen als weniger Gebühr. Das ist materiell das, was passiert, wenn man nein stimmt. Nein. Schweiz. Aber dass die Linke jetzt auch noch sich verbündet, oder ein Teil der Linken, mit der Rechten, dass der Unmut so breit ist. Und da frage ich mich sogar, die FDP und die Grünliberalen haben Nein-Parolen gegeben. Und da frage ich mich, Roger, welche von diesen Nein-Parolen tun dir persönlich am meisten weh? Du hast mich gefragt, anhand von der, dass wir da sozusagen rechtsnationale Mainstream. Seit Anita Fetz, die Schweiz ist das am stärksten globalisierte Land der Welt. Und zu unserem Programm zählt zum Beispiel das eidgenössische Jodlerfest oder demnächst das Volksmusikfest in Aarau. Da kommen Hunderttausende und dass man das abbildet, ist normal. Aber zum Leben von der Schweiz zählt auch das World Economic Forum. Zum Leben von der Schweiz zählt Landfrauenküche, aber auch eine Serie über Auswanderer auf und davon, die man übrigens mit dem welschen Fernsehen macht. Meine Frage war eine andere. Mit anderen Worten, auch von links. Ich habe einfach geantwortet auf diese Aussage. Ja. Ich habe gesagt, wir sind nicht ein Kuhweit-Fernsehen, wir sind ein urbanes Fernsehen, wir sind ein Aglo-Fernsehen. Krimiserie. Der Bestatter findet in der Aglo statt. Ja. Und der Grund für den Erfolg ist, dass die Schweiz der Agglomerationen, wo heute eigentlich fast die stärkste Schweiz geworden ist, auch ihren Schweizer Spiegel hat. Und wir sind die Schweiz des Urbanen, wenn wir zum Beispiel stundenlang einen ganzen Tag aus dem Zürich-Flughafen Kloten berichten. Wir haben das ganze Spektrum von dieser schönen Schweiz, von dieser absolut unglaublichen. Aber nimm doch zur Kenntnis, der Unmut ist gross. Und zwar vielleicht überraschend gross. Für alle. Vielleicht sogar für dich. Und ich frage mich, ob deswegen ihre Politik nicht einen Fehler gemacht hat, den sie verhindert hat, noch unter deinem Vorgänger Armin Walpen, dass es eine sprachnationale, journalistische, inländische Konkurrenz gibt, sondern dass man nur noch den kleinen Regionalsender und Minisender, die ja meistens erfolglos sind, dass man denen Geld gibt, damit die SRG das Inlandmonopol, anders als in Deutschland, wo es ein duales System ist, kurzfristig ist das gut gewesen. Jetzt kommt irgendwie der Retourkutsch. Das war Politik. Das ist nicht deine Politik, aber es war die SRG-Politik. Also, dass der Unmut gross ist, darf ich bezweifeln, wenn ich jetzt gerade letzte Woche eine Umfrage vom Reader's Digest bekomme. Was ist die Spitzeninstitution sozusagen in der Bewertung durch die Schweizerinnen und Schweizer? Es ist das Radio und ein paar Plätze später ist das Fernsehen. Also, auf der einen Seite kann man selbstverständlich. Ich wäre ja auch. Aber ist das nicht ein bisschen Augenwischerei? Du musst doch die Umfrageresultate zur Kenntnis nehmen. Ich versuche. Ich wäre fast ein bisschen besorgt, wenn alle einfach happy wären mit einem journalistischen Angebot. Ich meine, das, wenn wir nicht immer wieder würden anecken, unbequem sein, stören, kritisch. Selbstverständlich gibt es viele Leute, die sich über die Recherche, die jetzt den Machtzirkel gestört hat, ärgern. Und das, da kumulieren sich viele Unzufriedenheiten, abgesehen davon, dass unser Angebot selbstverständlich seine Stärken und Schwächen hat. Es geht gar nicht Qualitätsarbeit ums Angebot, fängt nie an, hört nie auf, ist eine Dauerarbeit und wird bei der SRG ganz intensiv betrieben, Sendekritiken. Mit anderen Worten, wir geben uns nach bestem professionellen Wissen und Gewissen Mühe. Aber dass es immer wieder Unzufriedene wird geben, das ist völlig klar. Aber Roger, es geht doch nicht in erster Linie ums Programm. Das Programm ist nur das eine. Es geht doch um eine Entwicklung in den Medien. Ich habe es versucht darzustellen. Jahr 2000 bis 2015 bei der SRG geht alles auf. Es gibt mehr Gebührenzahlen, es gibt mehr Werbeeinnahmen, mehr Kanäle. Die SRG breitet sich aus. Presse, weniger Auflage, weniger Werbeeinnahmen, Abbau von Leistungen. Und die Presse ist besorgt. Nein, es ist schlimmer. Sie sind entsetzt. Da hat doch gestern in der NZZ am Sonntag ein SRG-Bashing vom Schlimmsten stattgefunden. Der Moloch. Moloch vielleicht noch aus dem Duden vorgelesen. Der Moloch ist eine grausame Macht, die immer wieder neue Opfer fordert und alles zu verschlingen droht. Also ein Monster. Du bist also in der Sicht von einer relativ seriösen Zeitung der Chef von einem Monster, von einem Moloch. Ich glaube, dass in der Vergangenheit einiges hätte anders laufen können. Ich glaube, dass in den 60er, 70er Jahren
die Schweiz, wenn sie andere Rahmenbedingungen gesetzt hätte, so etwas hätte können aufbauen, wie die Luxemburger aufgebaut haben. Wir sind ein multikulturelles Land, sie sind eins. Sie haben europaweit sozusagen Sender etabliert, hätten wir auch können machen. Aber das ist eine Entwicklung, die in den 60er, 70er Jahren beschlossen wurde, wo ich noch in kurzer Hose war. Und was, ich glaube, was ist das Problem von vielen privaten Medienhäusern heute? Das ist die Scheidung von einem uralten Ehepaar, das unzertrennlich war, das Ehepaar zwischen Werbung und Information. Mhm. Und Werbung hat Zeitungen, Radio, Fernsehen gebraucht als Vehikel, um ihr Publikum zu finden. Heute findet Werbung ihr Publikum an diesen Informationsträgern vorbei, direkt im Internet auf Transaktionsplattformen wie Google zum Beispiel. Genau. Und mit anderen Worten, Mitfinanzierung von guter Information durch Werbung nimmt tendenziell ab. Und das ist das Problem der Schweizer Verleger, der Verleger weltweit. Und darum gibt es auch weltweite Medienkonzentration. Und das hat mit der Existenz oder Nicht-Existenz der SRG nichts zu tun. In Amerika, hat viel zu tun. In Amerika hat das Service Public weniger als 2% Marktanteil. Ganz eine andere Geschichte. Dort hat es Privatfernsehen angefangen und nicht öffentlich-rechtlich. Und dort hat es ein Service Public von 2% Marktanteil. Und der Verleger geht es nicht einen Deut besser. Wir können einander stärken. Wir können zusammenarbeiten, gemeinsame Infrastrukturen haben in der Technologie, in der digitalen Technologie. Das kostet weniger für alle. Wir können uns helfen, indem wir zum Beispiel Angebote austauschen. Wir haben Vorschläge gemacht, aber Verleger. Sie können aktuelles Videomaterial von der SRG haben. Aber und wir können uns stärken, indem wir gemeinsam Werbung vermarkten. Es gibt immer mehr Werbekampagnen, die gar nicht mehr in der Schweiz beschlossen werden, sondern in Tokio, London oder New York. Und wenn wir als Schweizer im Ausland gemeinsam auftreten und dort gemeinsam die Werbung vermarkten, haben wir viel mehr, als wenn wir uns in dieser kleinen Schweiz gegenseitig aber bekriegen. Aber zur Kenntnis, in der Schweiz gibt es Verleger, die profitieren würden, wenn die neue Regelung kommt, weil wir eben Gebührensplitting bekommen, vor allem die Monopol-Regionalverleger, aber auch NZZ oder AZ. Die Medien, die würden für ihre Radiosender und Fernsehsender würden auch mehr Geld bekommen. Aber sogar die sind gegen die SRG. Das heisst, ihnen ist wichtiger, als die paar Millionen, die sie würden bekommen, die SRG zurückzubringen. Das würde mir Sorgen machen an deiner Stelle. Ich sehe, wie die 34 privaten Radios und Fernsehsender kämpfen für das neue Gesetz. Warum? Weil sie würden... Die Geld bekommen. Die würden statt heute 4% bis zu 6% vom Gebührenaufkommen bekommen. Die privaten Radios haben teilweise grosse Mühe, den Umstieg zu finanzieren von der analogen Ausstrahlung auf UKW zur digitalen Ausstrahlung auf DAB+, was sie 10 Jahre brauchen. Und sie würden mit dem Gesetz massive Finanzhilfe für das bekommen und auf können endlich auch technologisch mit der SRG gleichziehen. Ich habe die Frage gestellt, dass sogar Verlage, die überkommen, gegen die SRG sind. Das würde ich mir jetzt denken, wenn ich dich wäre. Gegen die SRG weiss ich nicht, dass die Verlage immer wieder das Gefühl hatten, wenn es SRG weniger gut geht, geht es uns besser. Das ist etwas, was, glaube ich, in der heutigen globalisierten Umfeld zwar eine Illusion ist, aber sehr nachvollziehbar ist, wenn wir haben es von der Finanzierungsseite her wesentlich besser als die privaten Verlage durch die Gebührenfinanzierung. Wir haben es auf der Angebotsseite mit einer internationalen Konkurrenz, die viele Schweizer Medienhäuser erst jetzt entdecken, via die globalen Plattformen. Und wir sind paradoxerweise die nationale Institution SRG, weil sie im Fernsehen gibt es einen Marktanteil von 60% der ausländischen Kanäle. Seit Jahrzehnten weiss, was ausländische Konkurrenz darauf gewappnet. Für sie ist es neu. Ich glaube, wir stehen zusammen und können das wesentlich besser bewältigen, als wenn wir sozusagen Verteilungskampf machen um Brosamen, die uns Global Players lernen. Mit dem klassischen Phänomen, genau je kleiner das Kuchenstückchen, desto härter der Verteilungskampf. Genau das findet statt. Und es gibt ja die ganze grosse Service-Public-Diskussion, wo man sagt, die SRG führt sie nicht. Natürlich führt sie die SRG seit vielen Jahren. Und ich habe das Gefühl, die Service-Public-Diskussion, so wie sie heute geführt wird, die könnt ihr nicht gewinnen, weil man sagt, das sollte die SRG nicht machen, das könnte die Privaten machen im Bereich Unterhaltung und Sport. Ich habe mal etwas aufgeschrieben, einfach zum Schauen, was macht die SRG und in Deutschland die Privaten, zum Beispiel The Voice, die grössten Schweizer Talente, in Deutschland heisst das Supertalent, Musicstar, das heisst Deutschland sucht den Superstar. Aber was die SRG nicht macht, und
zwar einfach aus programmlichen Gründen. Big Brother, Bauersfrau, Bachelor, Dschungelcamp. Also ihr müsst viel mehr darauf hinweisen, nicht auf das, was ihr macht, um das zu verteidigen, sondern das, was ihr nicht macht. Und vor allem im Bereich Sport. Sport kann sich ja nicht refinanzieren privat, oder? Das müsstet ihr doch sagen. Und irgendwie, wenn ihr es sogar sagt, es kommt nicht an, Roger. «The Voice» ist eine Sendung, die beim Inbegriff des Service Public auch stattfindet, bei der BBC in Großbritannien. Und dort hat niemand irgendwie etwas daran zu kritisieren. Beim Sport, der Direktor des Gewerbeverbandes hat ja gesagt, er sei eigentlich dafür, dass man künftig Fußballspiele von der Champions League, wie zum Beispiel kürzlich Bayern gegen Barcelona, und am Morgen wieder, müsste eigentlich separat zahlen. Und das hätte dazu geführt, dass in der Schweiz 670'000 Leute, die das Spiel geschaut haben, hätten müssen separat zahlen. Ich glaube, wir sind in so einem kleinen Land. Information kann man auf dem Niveau, das wir bieten, privat gar nicht finanzieren. Man sieht auch die grossen deutschen Sender auf dem grossen deutschen Markt, die Kommerzsender, die machen fast keine Information. Man kann Fiktion, Serien, in der Schweiz fast nicht finanzieren privat. 10 Jahre lang hat das SRG aus Geldmangel in der Deutschschweiz keine Serie gehabt. Ja, das ist das grosse Verdienst von meinem Kollegen Rudi Matter, dass er eisern Geld ins Programm verleiht hat, um das zu machen. 10 Jahre lang hat kein Privater in die Marktlücke gesprungen, weil es die Marktlücke nicht gibt. Und Sport kostet viel, viel mehr, als es bringt. Wir haben im Wirtschaftsleben von der SRG gerade Jahr und ungerade Jahr. Die gerade Jahr sind die Sportjahre mit Fußball, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, immer Olympische Spiele, Winter oder Sommer. Das sind die Jahre, wo wir kämpfen müssen, um in der schwarzen Zahl zu bleiben. Und diese Leistung, die ist so gut im Vergleich zu Italien zum Beispiel. Wer in Italien Fußball verfolgen will, kann das nur im Bezahlfernsehen machen. Und der zahlt nur für Fußball fast so viel wie die gesamte Radio- und Fernsehgebühr in der Schweiz. In Frankreich haben wir 2016 Europameisterschaft im Fußball. Der durchschnittliche Franzose wird von der Europameisterschaft, die in seinem Land stattfindet, fast nichts im Free TV gesehen, weil alles auf dem Bezahlsender von Al Jazeera ist. Ich glaube, die Verhältnisse, die wir mit der SRG, mit dem Service Public in der Schweiz haben, die sind voll zugunsten des Publikums. Also gut, ich kann das bestätigen. Früher bis Altais haben wir die Champions League übertragen als Privatsender, haben 20 Millionen verloren. Heute ist im ZDF nur der öffentlich-rechtliche Sender, kann das machen. Und gewisse Ereignisse müssen in Deutschland auch vom Gesetz her müssen im öffentlichen Fernsehen sein, können nicht nur im Pay-TV sein, offenbar in Frankreich das haben. Aber es ist etwas Wichtiges, was du angesprochen hast und was ich noch nicht beantwortet habe. Selbstverständlich müssen wir unser Angebot immer wieder prüfen und überprüfen. Wir prüfen zum Beispiel jetzt, ob man in der italienischen Schweiz, das braucht Zeit, Technologie ist noch nicht so weit, den zweiten Fernsehsender könnte ersetzen durch einen Internetsender, einen Internetkanal statt einen Rundfunkkanal. Ja. Und Technologie ist noch nicht so weit und man braucht Smart TV und so weiter und Kabelnetze müssen besser werden und längst nicht alle Fernsehapparate könnten Sachen prestieren. Oder wir haben den kleinen Radiosender in Genf, WRS, eingestellt, weil wir gefunden haben, wir sind dauernd dran, wir sind da offen, wir sind im Gespräch mit privaten Radios, die haben den Gedanken aufgebracht, Public-Private Partnership. Wir haben Angebot ab Verleger, unser aktuelles Videomaterial kostenlos zur Verfügung zu stellen gegen eine Partizipation oder Werbeerlös, die sie mit denen erzielen. Wir suchen den Dialog, wir brauchen einen konstruktiven Dialog. Und ich bin sicher, wenn der Abstimmungskampf mal vorbei ist, geht man wieder ganz gut schweizerisch miteinander um. Aber wenn wir schauen, wie das ausgeht, weil Billag ist ja zum Schreck, zum Schimpf generell wurde, die Abstimmung, die bevorsteht, eine Initiative ist in der Pipeline, heisst No Billag, die würden, wenn sie deswegen verlieren, die erste Runde, wo es ja bei euch nicht ums Eingemachte geht, nur ums Prestige, auch um dein Prestige, würden die Aufwind bekommen. Und dann würde man das Gefühl haben, also, jetzt können wir deswegen wirklich filetieren. Also das wäre doch dann Erfolg, nicht, dass man dann wieder eine Seele und eine Einigkeit kann da demonstrieren, wie du da jetzt in deinen schönen Worten willst, das ist das, was ich seit am Anfang von meiner Amtszeit anstrebe. Und an dem Ball bleibe ich. Ich glaube, wir haben einen Umbruch der Medien ohnegleichen. Und da ist es nötig, dass es eine Service-Public-Debatte gibt.
Und die wird geführt. Ende dieses Jahr tut die Eidgenössische Medienkommission ihren Service Public Bericht abliefern. Dann Anfang nächstes Jahr oder Mitte nächstes Jahr der Bundesrat in Service Public. Dann gibt es eine Service Public Debatte im Parlament. Ende 2017 läuft unsere 10-jährige Konzession aus. Muss eine neue Konzession her, da wird viel Debatte geben. Viele Leute haben es für 2000, falsch. Und 2018, 2019 gibt es dann die No-Billag-Initiative, ja, die faktisch eine No-SRG-Initiative ist, weil sie jegliche öffentliche Finanzierung von Radio und Fernsehen außer dem Kriegsfall verbieten. Dreierfolge ist nicht falsch, weil das Gebührensystem, wie jetzt vorgeschlagen wird, ist besser, billiger, in jedem Fall, wenn die SRG künftig einen anderen Leistungsauftrag hat, weniger muss leisten zum Beispiel, oder anderes muss leisten, ist das Gebührensystem flexibel. Aber warum wollen wir ein alt, teures Gebührensystem noch jahrelang behalten, um eine Diskussion zu führen, die man führen kann, und nachher tut man Gebührenhöhe entsprechend dem Leistungsauftrag von der SRG festlegen? Und ich werde jetzt in eigener Regie werde ich sagen, jetzt überziehen wir alle kurz vor Mitternacht und frage dich folgendes. Du als Person bist ja auch im Zentrum. Du bist ja früher der Euroturbo gsi, damals dann auch einer von denen, wo am meisten angegriffen wurde, ist von der SVP. Und darum tut man sich jetzt vielleicht an dir abarbeiten. Hat das Gefühl, jetzt kann man es ihm zeigen. Unter anderem auch mit dem Lohn. Dein Lohn ist jetzt thematisiert worden. Ich meine mal nachgeschaut, bei den bundesnahen Betrieben, was da für Löhne gezahlt werden. Also der Herr Schäppi von der Swisscom 1,7 Millionen, SBB Meier 1 Million. RUAG 900'000, Post 800'000, du 580'000 oder 560'000 genau. Warum gerade bei dir? Trifft dich das jetzt persönlich? Ich meine, das ist unangenehm, oder? Wir haben den grossen Vorteil in der Schweiz, dass wir einen unternehmerischen Service Public haben und nicht Verwaltungen, wie zum Beispiel in Frankreich. Und in Frankreich hat man Verwaltungen mit Verwaltungslöhnen, aber ich glaube, das schweizerische Modell hat sich bewährt, ist wesentlich besser, wesentlich kostengünstiger. Und wenn ich zum Beispiel einen Chief Financial Officer brauche für das SRG, und der müsste einfach absolut einen Lohn, der nicht wettbewerbsfähig wäre, das würde nicht gehen. Meine Frage ist eine andere. Meine Frage ist, wie empfindest du das persönlich, dass du da dich für deinen Lohn öffentlich musst rechtfertigen musst? Wäre das bei den anderen einfach locker? Ich muss mich gar nicht rechtfertigen. Aber das öffentlich im fünften Jahr bin ich gewohnt, dass es immer wieder, das ist gehört offenbar zur politischen Auseinandersetzung in der Schweiz, vielleicht tendenziell steigen, dass man es versucht, auch ein bisschen auf den Marsch schiessen. Mhm. Aber wir haben bei der SRG, wir haben Kritiker, die sagen, die Löhne sind zu hoch. Sie sind die gleichen, die 1:12-Initiative bekämpft haben. Bei der SRG haben wir 1:10. Und ich glaube, das ist vernünftig bei dieser Leistung, die wir machen. Ja, aber ich frage und ich hoffe, dass meine Kollegen auch könnten, im Grunde genommen mal gelockt sein, von der Privatwirtschaft zur SRG zu wechseln. Und wenn sie gar keine, wenn sie überhaupt keinen Anreiz hätten, von der Privatwirtschaft zur SRG zu wechseln, dann würde die SRG auch schlechter funktionieren. Wir haben jetzt gerade einen neuen Finanzdirektor, der ist gekommen, von der Privatwirtschaft, und der macht es absolut glänzend. Und wenn er einen Verwaltungslohn hatte, weiß ich nicht, ob er bekommen wäre. Okay, letzte Frage, allerletzte Frage. Wir haben jetzt massiv überzogen. Ich mache verantwortlich den Chefredakteur. Nein, den Generaldirektor mache ich jetzt verantwortlich. Nein, der Generaldirektor mischt sich weder in die Sendung noch ins Programm. Aber will er so lange Antworten geben, meine ich. Hast du schlaflose Nächte im Moment? Ich schlafe immer gut. Das ist etwas, was ich seit der Jugend habe. Und ich kann einfach herliegen und schlafen. Und das gibt viel Kraft. Überhaupt in dem Alter, wo ich bin, Anfang 60, finde ich es eine schöne Zeit. Man hat bereits sehr viel Erfahrung. Man hat noch sehr viel Kraft. Die Balance zwischen Erfahrung und Kraft ist da. Das ist eine Zeit, die ich sehr geniesse. Okay, wenn wir schauen, ob es am 14. dann auch einen schönen Abend wird für dich. 14. Juni natürlich, nicht 14. Mai. Morgen Abend übrigens gibt es den Literaturclub wieder. Das ist eben Service Public. Allerdings nicht so beste Sendezeit, wie du mich gesagt hast. Es ist ein bisschen außerhalb von der Prime. Aber immerhin, es wird gemacht. Mindestens so gut wie der deutsche Sender ARD und ZDF. Das muss man der SRG jetzt gut halten. Danke vielmals für Ihr Interesse. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich und vor der Kamera der Roger Schawinski.